Ja. So. Wir waren doch noch beim Handy-Dings. Ja, genau. Ja, genau. Ja, lass ja, Torben, mal nach hinten. Steht schönen Abend noch, ne? Ja, schöne Grüße von Torben. Ja. Ja, 50-60 war das, ne? Yeah. Mr. Kassler. Mhm. Hallo. Hallo. Ja, Mensch, du bist ja, es. Ja. Aber irgendwie habe ich mir nicht die richtige Nummer aufgeschrieben. Ja, dann... 60-50, 52-5. Ja. Ne, warte mal. Oh, ich glaube, ich habe auch die falsche Nummer aufgeschrieben. Ne, 50-60, 52-5. Ich lese nochmal vor. 5-5-5. 6-0. Ja. 5-0. Oh. Ah, wir haben jetzt falsch. 5-2-5. Mensch. Ja. Mhm. Und da bist du. Nee. Ja, nee, dann. Entschuldige die Störung. Ja. Haben wir doch. Ja, gut, dann sag mal, bist du da dran? Nee. Oh. Ja, da habe ich ja wohl die falsche Nummer gerade bekommen. Entschuldigen Sie. Ja, nee. Hab ich noch. Ja, stören Sie nicht. So ein Drecksack, ey. Da rufen zwei. Ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Da sind so zwei Idioten, die verwehen sich die ganze Zeit. Oh. Vollidioten, ey. Ja, wenn ich die... So ein Saftsack hat mir gerade seine falsche Nummer gegeben. Ja, bei mir auch. Kommen denn die ganzen Leute her? Hallo, schönen guten Abend. Man, da ist doch ein Arzt. Scheiße, ist ein schwer geschädigt, Mensch. Das Problem ist, wir hatten einen Unfall. Es ist jetzt nicht so schlimm. Aber wir wollten uns trotzdem mal untersuchen lassen. Was ist genau vorgefallen? Also, es handelt sich um Folgendes. Wir sind kurz in das Auto gestiegen. Mhm. Der junge Mann links neben mir hat dann auf einmal aufs Gaspedal gedrückt, ohne zu wissen, dass man damit dann auch wirklich Gas gibt. Und dann sind wir noch wirklich, aber wirklich innerhalb von 0,5 Sekunden sind wir alle aus dem Auto gesprungen und dann ist das Auto in eine Tankstelle reingefahren und explodiert. Flashback. Dachs, würde ich sagen. End of Flashback. Und naja, ich sage mal so, das Ding hatte schon ein bisschen was drauf und ich glaube, wir haben uns ein bisschen Schürfwunden auf jeden Fall. Und ich habe eh schon eine kaputte Schulter. Ja, ich sag mal, das in meinem Bein könnte auch eine Verbrennung sein. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, meine Schulter tut halt, vorne. Also die linke Schulterseite tut ein bisschen weh, aber sonst sollte nichts sein. Das war dann folgen Sie mir einmal. Okay. Seid ihr jetzt hier nach? Ja. Du weißt, wo es lang geht. Ja, sicher. Das ist mal so ein kleines Ding am Nachmittag, das passiert öfters. Ja. Ey, wir beim nächsten Mal bleiben wir drin sitzen. Dann sind wir. Besser ist das. Weil dann ist es so wie bei Star Wars. Dann sind wir der Darth Vader. Ja. Dann machen wir mal Alter Verschönheit, ne? Ja, okay. Dann schauen Sie mal, können Sie mir ein bisschen helfen? Natürlich. Ja. So. Den Namen so raus. Jedenfalls. So. Genau. Ich lege Ihnen das hier einmal zur Seite. Ja, danke. Sie haben sich die Schulter leicht verstaucht. Verstaucht? Nichts gebrochen? Nein. In meinem Alter ist das ja ein Wunder. Und es ist aber relativ gut dick. Ja, merke ich auch. Mhm. Jungs! Voll. Opa. Ja, den nächsten einmal. Der hat eine Drogensalbe drauf gemacht. Das ist mega geil. Geil. Was hat er drauf gemacht? Eine Drogensalbe. Oh. Mhm. Jetzt geht's dir gut, sagst du? Nee. Das noch nicht? Was heißt du denn jetzt? Was ist denn da passiert? Ja, ich kann mich nicht hinsehen. Ich will mithören, was da drin abgeht. Ich ruf den anderen mal an. Ja, ruf mal an. Ja. Ich bin auch, wie gesagt, aus dem Auto gesprungen. Ah, okay. Als wir da hingefahren sind. Warten Sie mal. Ja, ich bin gerade angerufen. Irgend so ein Vollidiot hat mich gerade angerufen. Der ist ja kaputt, das können Sie ja vielleicht aus der Krankenakte entnehmen. Und. es tut mir leid. Irgendwas stimmt hier mit meinem Handy, das kaputt so. Den Kalle Graf, den kennst du auch, ne? Ja. Okay, mit dem habe ich eben kurz telefoniert. Also ja. Gesagt, dass er dich auch kennt. Ja, der will mein Erbe. Ich stehe auf Grün. Oh, der will dein Erbe? Ja, deswegen sagt er, dass er mein Enkel ist.
Haben Sie zufällig noch was zu trinken dabei? Ist er denn Ihr Enkel? Dein Enkel? Nein. Ist das ja nicht. Warst du denn das schon mal bei der Polizei selbst und hast das mal gesagt? Nee. Können wir das gleich mal machen, oder? Ja, gerne. Ich glaube, ich rufe den auch nochmal an hier, ne? Irgendwie. Ja. Oh, das ist aber frisch. Frisch um die Hüften. Geht er nicht ran? Nee, geht nicht ran. Ja, ignoriert mich. Dann guck ich noch. Ja, vielleicht geht er hier dran, ne? Super, dankeschön. Voll gut. Ja, okay. Nicht bloß nicht die ganze Zeit angerufen werden würde von irgendwelchen Idioten. Warten Sie. Wahrscheinlich. Muss ich mich doch hinsetzen, Mensch. Ich hab mich so ja, sag mal, da bist du ja. Wo? Musst du nochmal ganz schnell um die Ecke? Ja. So ein kleines, ja. So ein Eckengebet machen, weißt du? Jetzt! Eckengebet, ja. Jetzt! Oder jetzt. Hast du schon gemacht? Nee, hab ich schon gemacht. Musste ich machen. Ach so, ja. Sag mal, hast du was von Torben gehört? Ey, du meinst Thorsten, oder? Ja, komm, lass die mal anrufen, den Saftsack. Ja, mach das mal. Oh. Wie war... Au. Ich glaube, Sie sollten sich mal untersuchen lassen bei diesen Schmerzen. Au. Au. Würde ich gerne mit einem Herrn West sprechen. Ja. Warte. Au. Mhm. Ah, ja, leck. So. Ja, wir müssen jetzt zur Polizei. Scheiße, ich weiß gar nicht, ob ich bereit dazu fühle, jetzt zur Porzellei zu fahren. Voll drauf. Soll ich fahren?